Sandra. Sabrina. Trägt schon. Okay, wir doch keinen schönen Abend mehr. Guck ihn an. Hey! Geil! Ja, guck ihn an, hab ich schon gesagt. Direkt ne Headshot. Ich will eigentlich verkaufen. Ich will so ein bisschen Unruhe in die Gruppe einfach reinbringen. Einfach Spaß. Ey, was macht er jetzt? Every time I turn around, you disappear. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tap. Falsches Format. Zu Let's Talk About Aito, Baby. Würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Hier werde ich wie immer alle Folgen, oder beziehungsweise hier werde ich ab jetzt diese Staffel von Are You The One Reality Stars komplett durchkommentieren und euch meinen Gedankenschrott mitteilen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten mit Folge Nummer 1 von Are You The One? Let's go! So, Freunde, zum Zusammenfassen gibt es nichts. Ne? Also keine Chance, irgendwas, ne? Wir wissen noch gar nichts. Natürlich ist der Cast veröffentlicht, ne? Aber mal gucken, wie die Leute sich so anstellen, wenn sie reinkommen, ne? Was sie so sagen, was denn so abgeht bei den Leuten, ne? Wieso die da drin sind und so. Schauen wir mal rein hier, komm. Die Füße kenne ich. Boah, dieser Kinofilm-Style hier, ey. Jetzt haben wir's. Was denn? Perfect Matches gibt's nur bei mir. Aber sowas von. Es geht wieder los. Also ich würde sagen, Freunde, ich will gar nicht die Trailer gucken. Ich will den ersten Kandidaten sehen und will gar nicht, weil ich finde immer, die Trailer, die geben zu viel voraus. Weißt du, ich will gar nicht gucken, was da läuft. Oh. Mir geht's super, wir sind in Thailand, das Wetter ist schön, ui. Die Sonne knallt, 30 Grad. Mr. Mike Heiter, auch dabei. War 32 Grad, was will man mehr? Mike hat auch lange nicht mehr irgendwo mitgemacht, gefühlt, wa? Wo war der zuletzt? Ey, KDRS mit Dingens hier, mit, sag ich, mit seiner Ex? Ja, das sieht doch mal geil aus. Cool, da, alles da. Na komm, erzähl mal Mike hier, komm. Boah, ich liebe mich. Ich liebe mich einfach. Ich bin so selbstverliebt. Ich gucke in den Spiegel und ich liebe. Das hätten wir jetzt alle nicht gedacht. Mich einfach selber. Ich finde mich einfach den geilsten Typen so. Und ich habe ja auch schon viel hier Steroide und Anabolika genommen und so. Da kann ich auch froh sein, dass die Jahre noch da sind. Ah, untenrum ist alles easy. In der Zeit, wo du das machst, schrumpft das ein bisschen. Aber danach geht das wieder voll auf. Ey, krass, Digga. Läuft? Oder ist ja schon lange her. Ich habe angefangen mit Love Island, die Jewel Show, Kampf der Reality Stars, Sommerhaus der Stars. Was bist du für ein Scheiß? Ich kann nicht mehr! Ey, das war so geil. Hi! Ey, ich glaube, da hinten kommt jemand. Ja, wir sind mal gespannt, wer das ist. I'm dancing in the club. Wer ist das? Hi. Wie geht's? Hi. Mike. Freut mich. Hi, Sabrina. Ich bin begeistert und ich weiß, das wird eine geile Zeit. Und habe ich eigentlich schon einen Lippenstift irgendwo hier? Willst du was trinken? Ja, safe. Was gibt's denn? Kokosnuss. Ja, eine Kokosnuss. Ich finde Mike auf den ersten Blick auf alle Fälle anziehend. Ja, cheers. Cheers. Wir sind die auf Ersten. Ja. Das ist eigentlich schon mal so ein Punkt, ne? Wenn du so als, also ich kann mir vorstellen, so kommst du als Erste in die Villa, ne, in so eine Dating-Show und die ersten zwei, die sich das erste Mal sehen, so, haben halt einfach so eine, die erste Connection, so, da ist keine an. Weißt du, dann, und wenn die sich beide gut finden, dann hast du erstmal, ist der Abend erstmal gerettet, so, weißt du? Weißt du, ob dich hast? Boah, ich sag dir ehrlich, mit Namen habe ich es schwer. Sandra. Sabrina. Trägt schon. Okay, wird doch kein schöner Abend mehr.
Mein Name ist Sabrina, ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem schönen Wien und ich bin momentan OnlyFans-Model. Ey, ich hab es geahnt. Ich hab mir gedacht, die kommt aus Österreich und die kommt aus Wien. Aber ich hab dafür langsam so ein Gespür für, weil die sehen immer alle so brutal aus. Du hattest ja auch Sex. Ach, die war schon bei Aito. Dort, am Klo. Am Klo. Was? Am Klo? Peinlich. Wir haben die Kamera weggedreht, ja, aber vergessen, dass man doch alles sieht. Und vor allem vorm Spiegel. Sehr intelligent, ja. Wir leben nicht im... Die war das. Ach so. Mittelalter. Wir stehen dazu, wir können uns nehmen, was wir wollen, genauso wie Männer. Und von dem her, dafür stehe ich. Ah, da kommt schon der Nächste. Das ist Danilo, oder? Twin? Nö. Kennen wir uns? Ach, Danilo! Ja, ja, wollte ich ja gerade sagen. Yes, ja, ich hab ihn auch auf den ersten Blick. Er sieht irgendwie anders aus. Hi, Danilo, Sabrina. Hey, Bruder, meine Sabrina. Boah, geil, das ist gleich meine schöne Frau. Hey, 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 was Sabrina, woher kenne ich dich? Are You The One Staffel 2? Also muss ich sagen, ich schaue ein bisschen anders aus. Manche erkennen mich wahrscheinlich nur wegen der Stimme. Jetzt bin ich so hier und jetzt denke ich mir so, okay, eigentlich mag ich schon kuscheln und so jemanden gern haben. Ja, das stimmt, die sieht hier ganz anders aus. Meine Nase machen lassen und ja, die ist halt mitten im Gesicht, was soll ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ich finde, die hatte das gar nicht nötig vorher. Die sah vorher auch super aus. Auf welchen Typen Frau steht ihr? Hell, dunkel? Alle. Alle. Hätte ich aber auch gesagt. Es ist schwierig zu beschreiben, meine Traumfrau. Süß, natürlich. Die Essen macht, die mir wäscht. Die bügelt. Ich bin da extrem oldschool. Ich mag... Geht gar nicht, Junge. Wie kann man denn sowas verlangen? Die kenne ich. Ach, ich glaube, das ist doch von Tommy die Ex-Freundin, oder nicht? Hä? Genau. Sabrina. Hallo. Mike, Alter. Der ist mit seinem Namen. Ich hab noch mal eine Sabrina. Noch eine Sabrina? Sandra. Ich habe angefangen mit Ex on the Beach, dann war ich bei Couple Challenge und bei Temptation. Wir haben uns halt gut verstanden. Ja, das sehe ich. Das sehe ich sehr. Mhm. Wenn er Scheiße findet, ja, dann tschüss. Temptation hat mich ja ein bisschen schlechter. Die Szenen kennen wir doch. Dargestellt. Mir ist das dein Freund? Mhm. Aber ein guter Freund geworden. Ja, ich bin schon so gewesen, wie ich bin, aber durch den Schnitt und durch die Ausstrahlung und dadurch, dass in Kombination mein Ex-Freund so rumgeweint hat, wurde ich halt immer schlechter dargestellt. Och, komm. Was? Warum war ich das? Und so eine Hand hier oben, das ist so ganz schlimm jetzt für dich, oder was? Lange her, genug. Das ist das schon mal. Ich krieg wieder direkt Bad Vibes. Was willst du trinken? Alkohol oder Kokosnuss? Dann hätte ich jetzt eine Kokosnuss gern. Wieso saufen die denn nicht? Ja, was soll ich sagen? Also bis dato war noch nicht die richtige Herzensdame dabei. Kennt den jemand? Woher kommt der Typ denn? Die meisten Leute haben mich wahrscheinlich immer so als den gut gelaunten. Ich weiß auch nicht, wer das ist gerade. Ich brauche noch mal einen Schluck Wasser. Nee, ich finde den Typ ultra witzig. Und ja, das bin ich tatsächlich auch. Ja. Wollen wir kurz dahin, oder? Was ist das denn? Und ja, den bin ich eigentlich immer gut mit gefahren. Lukas. Ach, von Bachelor, okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu warm angezogen. Hallo. Du bist Barkeeper heute? Ja, ja. Sehr schön. Ja. Er strippt auch später, hat er gesagt. Ja. Ehrlich? Ja. Auch, auch. Ja, ja. Was denkst du, warum er Mike heißt? Wegen Magic. Prost. Mike haut aber gut Sprüche, Alter. Finde ich geil. Kommt noch jemand? Schlappi! Das ist Christina Shakira. Nicht, dass man meinen Schlüpper jetzt direkt hier sieht. Mein Name ist Christina, besser bekannt unter Shakira. Und mache beruflich OnlyFans. Ich gehe schneller ran als andere.
bin offener als andere, auch was die Männerwelt betrifft. Aber ich will auch so ein bisschen vorsichtiger sein als in der letzten Show. Ich meine, wir haben alle gesehen, was dann passiert. Ich hasse das einfach. Welche Sendung ist das denn jetzt? Letzt zu werden, weil ich brauche dann so lange, um darüber hinwegzukommen. Das Weinen sieht aber auch nicht so ernst aus. Am Ende der Welt sehen wir uns wieder. Gut, siehst du. Du auch, mein Schatz. Sandra und Sabrina, meine Girls. Ja, hi. Hi. Und ja, wir waren das ein oder andere Mal schon zusammen feiern. Ist hier einfach eine Stange? Ja, da bin ich mal gespannt, wer die als erstes einweiht. Ne? Ja, die waren ja fast alle auf meinem Geburtstag. Also Shakira war nicht, die hat ja ihre eigene Dings da, aber der Mike, Sandra. Shakira gibt Kette. Just watch me dance. Ja, wie das war? Ich dachte, jetzt kommt voll die krasse Performance. Ja, eigentlich schon, aber die dreht sich schon. Aber noch nicht, weil noch sind nicht alle da. Tü-ta-ta, Teezy ist da. Wer ist das? Von Ex on the Beach? Ja, ich hatte so eine Dreierkonstellation aus Layla, Layla und Gina. Du hast die ganze Zeit gesagt, oh, ey, geil. Was ist das? Dann gab's diese Döner-Teller-Geschichte da, dass ich angeblich noch nie einen Döner-Teller ausgegeben habe. Ich hab schon meine Gründe gehabt, warum ich ihn damals geghostet habe. Ich muss mir sogar einen perfekten Döner-Teller mit ihm teilen. Was ist denn schlimm? Was, Digga? Wer ist das denn? Das Ding ist, ich hab noch nie Ex on the Beach geguckt, aber der Kandidat gefällt mir schon mal. Du wolltest mich die ganze Zeit! Die ganze Scheiße! Abo, wir grooven uns gerade ein. Boah, ich werde heute Gas geben, auf jeden Fall. Dieses ist einfach ein geiler Typ. Ja, ehrlich, der ist echt geil, ey. Komm, ey, auf die ersten sieben ja, Leute hier. Ja, auf uns, Leute, hallo, auf eine geile Zeit! Als ich gehört habe, dass es ein Perfect Match gibt, dachte ich so, bring it on. Oh shit. Was? Ist das nicht der Dingens? Der Jay? Elia, ich war mit. Nee, oder? Ich war ja bei Germany Show dabei. Wer bist du? Sag Elia. Ach nee, Mann. Voll verwechselt. Don't you wanna just come along for the ride? Wer ist das? Wahrscheinlich kennt man mich von Ex on the Beach. Eigentlich ungewohnt für das Reality-Business, dass ich sehr natürlich bin. Paulina! Das finde ich aber auch gut so. Es geht. Hi, Pauline, freut mich. Danilo. Alles klar? Ja, bei dir. Angekommen? Ja. Wow, okay. Ist auf jeden Fall mein Typ. Watch me. Das ist ja jetzt schon ein Bombencast, ne, eigentlich. Ey, Marlon? Wie gesagt, ich glaube, wir haben da Vorarbeit gesorgt. Da haben wir echt gut, ne, dass die jetzt noch mehr Kohle haben. Die Mike Heiter mit dabei. Ne, schön in Thailand alles. Unfassbar. Shakira. Oh, nee. Komm, wir gehen mal Hallo sagen, Shakira. Ich bleib hier. Hey, alles gut? Ja, wie geht's? Ja, gut. Sorry. Auf Shakira war ich ja eigentlich nicht so gut zu sprechen, ne? Ich habe ihm damals einen Korb gegeben, hat ihm anscheinend nicht so gepasst. Also, erster Eindruck. Mike redet oft mit mir. Hab ich dir gesagt, die Connection so ein bisschen, ne? Erste Treffen und so. Die ersten beiden. Und ich merke auch, dass er immer schaut, wo ich bin. Aber mir fehlt noch ein bisschen dieses Tiefgründige auf alle Fälle. Ja, jo, ihr seid eine Stunde drin, ne? Ja, warum bin ich ein Reality-Star? Weil ich in einer Show dabei war. Buh. Und halbwegs abgeliefert hab, denke ich. Hallo. Sehr hübsch, ne? Sehr hübsch. Hallo. Sehr natürlich so, ne? Krass. Hi. 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 Wie heißt du? Marie. Marie, freut mich, Mike. Ach, ich kenn die doch. Danilo, alles gut? Ja. Gut angekommen? Ja. Ja, sorry Leute, ich war jetzt hier einen Monat in Bulgarien, Alter. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ey, wann kommt mein Bruder? Ich tanz besser als ihr Ex. Ich
Warum kommt der Bademann plötzlich? Was ist denn mit dem? Was geht bei dem? Also ich bin der Fabio, komme aus München, bin 30 Jahre jung und verkaufe unter anderem Staubsauger. Bei mir kannst du dir sicher sein, dass es nie langweilig wird. Okay, das glaube ich. Ach so, von Make Love, Fake Love, okay. Also Freunde, nimmt mir das nicht böse. So, wir haben schon, ich gucke schon genug Formate oder habe genug mit den Formaten zu tun, die wir hier reacten. Ne? Das heißt, für die anderen Formate auch noch zu gucken, habe ich gar keine Zeit, Alter. Ne? So Ex on the Beach und den ganzen anderen Kram, so ziehe ich mir fast nicht rein, weil ich einfach keine Zeit habe. Wie kamst du auf das Outfit? Ich habe erst geschaut im Wetterbericht und dann war es 38 Grad. Und dann dachte ich mir, sag ich doch. Eine Badehose an. Oh, der Bruder, der ist anders. Hallöchen. Ich habe noch nicht den richtigen Mann gefunden, weil ich auch ein bisschen wählerisch bin. Es gab noch keinen, der mich so krass gecatcht hat. Und deswegen hoffe ich, dass es diesmal so sein wird. Hallo, Sabina. Wahnsinn, also dieses Jahr, ich schwör's dir, Wahnsinn. Also das ist echt so, ne? Also, der Frauencast ist ja unnormal. Ne? Also, wenn ich da jetzt so reingehen würde in das Format und sehe dann, ey, kommt eine Granate nach der nächsten rein. Ich, ey, was geht ab hier, ey? Also, Bombe. Für die Jungs genial. Oh, Jungscast aber auch gut, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Achso, nicht falsch verstehen. Die haben auch, aber ich kann nicht so gut einschätzen, weißt du? Aber so halt von dem Unterhaltungsfaktor auch Granaten. Zu wild. Also eine Frau muss eigentlich schon gut aussehen so und ja, das reicht eigentlich schon. Sieht gut aus, so, dann kann ich ihr mal den Boom 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 zeigen. Guck ihn an. Hey! Geil! Ja, guck ihn an, hab ich schon gesagt. Dalla. Sind zu schwer, ich kann nicht mehr gerade gehen. Ich will immer noch mehr. Ey, geil, auch danke an die, die das geschnitten haben, dass sie meine Mucke da unterlegt haben. Bombe! Zu wild! Erste Show ohne Kelvin ist so, ist eigentlich mal cool so. Ich meine, ich mag meinen Bruder immer gerne dabei, so, das geht auch immer ab, so klar. Geil! Aber mal so eine Show alleine so, geil! Dann muss ich mich nicht so benehmen, ne? Oh, wie? Zu bauen, Mann. Oder wohl, Junge. Als ob der sich benimmt, wenn ich dabei bin. Komm, sauber. Schön in der Ausführung da, hey. Also ich kann, da kann ich machen, was ich will. So, ne? Sonst sagt mein Bruder mal so, ja, mach das nicht mal da. Da meckert der da. So kann ich machen, was ich will. Willst du mich verarschen, Alter? Als ob ich so ein Meckertyp bin die ganze Zeit. Geil. Baby, ich weiß, du willst mein Kissen. Ansonsten so, ich hab immer gute Laune, Party so. Versuch die Leute mitzunehmen, so, ne? Ja, so. Und eigentlich voll das Arschloch. Da hast du recht. Ja, wenn ich Party machen gehe so und Dienst nicht dabei. Was? Dann geht schon ab. Ja, sie kennen sich, na klar. Oh, Junge, wie viele sind schon hier? Boah, gut siehst du aus, Junge. Dankeschön, Bruder, Alter. Was geht ab, Junge? Sofort ins Auge geschossen wäre auf jeden Fall diese Christine Shakira. Hallo. Hi. Boah, Brett geil, das Mädel. Der labert wie ich, Alter. Also ich dachte, ich habe meinen Perfect Match gefunden gehabt, den Chris. Der gute Mann war leider nicht so ehrlich. Deswegen bin ich wieder hier. Hey Steffi. Ach, krass, wieder eine von Are You The One. Das ist ja schon nicht die dritte oder so? Also mein langfristiger Plan ist, ich komme hier hin und dann sind alle Karten offen. Der Peter. Jetzt werde ich ja glatt nervös hier ein bisschen. Ah. Hey, Alicia von Temptation. Oh, schöner Mann. Okay, ich glaube, ich weiß wer. Ich glaube, ich weiß auch wer. Ja? Ich glaube, der ist toxisch, aber egal. Innerlich Orgasmus. Paco ist schon so, für mich persönlich, schon eine 10 von 10. Innerhalb einer Beziehung bin ich Also Paco ist auch ein Kandidat, so, der auch echt gut auf die Frauenwelt anzusprechen ist, glaube ich so. Weil bei uns in der Staffel wollten die alle, dass er kommt. Mahlzeit! Was geht ab? Die Love Island-Legende. Was geht? Na? Alles klar? Ja, bei dir, Bruder? Muss, Bruder.
Oder willst du erst die Ladies oder so? So Gentlemen? Ja, ja, ne? Machen wir so. Hi. Paco, freut mich. Hallo, gut, wenn der Mike schon da steht, dann hättest du auch immer abklatschen können und dann gehst du, ist doch egal. Also ja, aber wenn er doch da, wenn die 10 Meter weiter wegstehen, dann geht's doch nicht dann direkt. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich sag gleich zu irgendeinem Mädel, ist so, komm, ich lass mal rumgehen, ich zeig dir mal den Bum Bum Bum, wenn wir dürfen. Ja? Oder? Ja, genau. Ey. Aber mal drei, also drei. Von den Frauen, boah, ich sag mal so, 5 könnten mein Perfect Match sein. Ey, aber echt, ne? Ey, das sind alles. Die Frauen sind krass. Haben die das da rein editiert, das schlechte Wetter, oder sind da Wolken aufgezogen? Euer schlimmster Albtraum ist da. Nee, das kann nicht sein. Mein Name ist Kim Virginia. Ich bin 21 Jahre alt und zwar für immer. Man kennt mich von Der Bachelor, von Temptation Island und Bachelor in Paradise. Ah ja, genau. Die war ja bei uns bei Temptation. Die war sogar, als ich mal zu Besuch war in der Staffel. Warum ist meine Ex hier? Warum? Warum? So eine Ex, was? Deine Ex, Mann. Du musst Hallo sagen, Bruder. Hey, sind wir bei Ex on the Beach oder wo sind wir hier? Ich wollte gerade sagen, haben wir uns für das falsche Format angemeldet? Kim kann man auf jeden Fall. Denk schon. Ja? Warum nicht? Mike finde ich heiß. Der ist dumm, aber heiß, der kann bleiben. Und ansonsten werde ich hier rumstreiten. Ich weiß schon wieder. Das ist auf jeden Fall die Beefmacherin. Und mein Ding. Da werde ich hier wieder auf den Tisch hauen müssen. Ach ne. Hey, hier! Hey. Fake Bitches Ding von mir, kein Kissy-Kissy. Warum? What the fuck? Ja, ich habe mich jetzt nicht so auf Kim gefreut, weil ich wusste schon, irgendwas stimmt nicht. Wir waren ja eigentlich befreundet. Sie so Fake Bitches kriegen von mir kein Kissy-Kissy. Ich so, okay, tschüss. Was hat sie gesagt? Ja. Weißt du, warum? Mach sie so, okay, weg. Hast du bei dir so gemacht? Aber ich weiß, sie ist ja halt, sie liebt so diese Show, sie liebt Dramen. Ich bin da ja komplett raus. Also ich habe gern was mit Boys oder sowas, flirt mal rum. Aber ich hasse Stress und ich habe da gar keinen Bock drauf. Boah, da kommt die schönste von allen. Da ist sie. Ich liebe ja die Ehrlichkeit. Ich habe auf jeden Fall riesen Respekt vor dieser Dame. Normal. Das habe ich ihr auch so beigebracht, ne? Seid ihr alle fit? Yeah. Seid ihr alle paarungswillig? Yeah. Ja, sehr gut. Bum, 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 ersten Abend gab's noch nie, ja klar, aber guck mal, ich bin klein, so, weißt du, was ich meine? Kelvin. Was? Kleinen ist nicht da, aber dafür Kelvin in klein. Marvin. Ey, geil. Hi. Du musst die Familienehre hochhalten, weißt muss, du, ne? Muss, was soll ich machen, ja? Ne? Aber sowas von, mein Freund. Falls ihr euch wundert, warum ihr 10 Männer seid, aber nur 9 Frauen. Ja, irgendwie ist eine zu wenig, eine Perle, ne? Stimmt, ja. Also kommt bestimmt noch eine Frau. Ob da jemand fehlt, das ist mir jetzt persönlich nicht aufgefallen. Abwarten und Tee trinken, da kommt noch jemand. Also ich habe so ein Gefühl, da kommt noch jemand richtig krasses. Also irgendwas ist da noch im Busch. Ja, bin gespannt, wer da noch kommt. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne erste Nacht in der Villa. Danke. Habt sehr viel Spaß, lernt euch kennen und wir sehen uns morgen bei der ersten Challenge wieder. Baby? Baby? Ja. Warum? Zu ihm sagst du noch Baby? Nur zu dir. Okay. Oh mein Gott. Was ist denn so dein Favorit? Nein. Ja? Du. Ehrlich? Ja. Schwör? Ja. Du bist Schwöre. Ich schaffe alles voll süß. Also, Marvin ist ja voll Angriff. Aber ich glaube, der ist bei allen so. Oh, der wirkt echt süß. Ich hab dich gesehen, hab gesagt so, boah, geil. Und hab ich gedacht so, boah, krass. So, weißt du, du hast echt dieses Potenzial, dich zu verlieben. Deine Ausstrahlung, dein Aussehen. Sagst du zu jeder? Nein, zu dir. Ich glaube dem Marvin kein Wort. Ich glaube dem gar nichts, was er erzählt. Nein. Irgendwie alles so einstudiert bei dir, ich weiß nicht. Warum schätze mich so ein? Wie dein Bruder. Ja, aber was kann ich. Vorurteile. Ja. Ich weiß genau, wie sein Bruder tickt und. Nee. Woher?
Calvin 2.0. Also, informier dich doch mal einfach besser. Der Junge, der war 7 Jahre in der Beziehung. Mein Bruder ist im Charakter anders als ich. So, von der Art sind wir gleich, natürlich. Aber vom Charakter sind wir anders. Und wenn sie sagt, dass so und so, wir sind gleich vom Charakter, dann keine Ahnung. Nee. Was ist? Also, ne, wie gesagt, 7 Jahre Beziehung hat er hinter sich. Der ist jetzt, als er da drin war, war der ein Jahr getrennt oder so. Begrenzt so. Weil du schön bist. Und dann hat er so voll lang geguckt und so. Und dann werde ich ja so schwach, ne? Krieg ich einen Kuss? I still do. Junge, der hat den Anfang einfach gemacht, oder was? Und dann wurde ich schwach. Ich weiß auch selbst nicht, was ich will, mein Gott. Direkt erster Tag werde ich schon schwach, was ist das denn? Und auf einmal war dann so viel geknutscht, du. Paco direkt. Hier, vorne, da hinten. Ich habe erstmal so ein bisschen eine Orientierung gebraucht. Ey, nach 2 Minuten bist du schon im Pool und machst rum. Du kennst die Person nicht mal. Ich gebe schon ziemlich Gas, ne? Es ist nicht so, dass es mir nicht gefällt, aber. Aber? Das heißt, du musst wissen, was für dich richtig ist. Du kennst mich seit 5 Stunden. Ja, und? Du machst Stell dir vor, ich bin der größte Clown. Ja, kann ja sein. Der größte Verarscher. Was, ja, was kann ja davon? Sein. Ja, und was hast du davon? Okay. Er versucht, dieses Unnahbare zum Ausdruck zu bringen. Und das gefällt mir. Aber ich glaube. Der ist einfach realistisch, ne? Also, ich sage dir, wie ein fairer Partner das macht. Lernen die anderen Männer auch kennen. Das ändert ja nichts, was ich Interesse an dir habe. Ich finde dich auch interessant. Also? Ja, das heißt doch nicht, dass du mein Perfect Match bist. Das ist ja. Der erste Abend. Das muss, ey, ich schwöre. Also, der Paco macht das richtig. Wenn du da nicht direkt irgendwie klare Kante zeigst, so, dann hast du am zweiten Tag bist schon vergeben. Bist schon verheiratet. Bei manchen, ich schwöre. Dass ich ihn verstehe und dass alles cool ist und so. Nee. Kann man nichts gegen sagen, ne? Aber ich geh da mit einer gewissen Skepsis einfach ran. So, wer dreht? Das ist Safe Pack. Pack, das bist du. Wer ist jetzt deine Favoritin hier? Wenn ich also das Ganze optisch beurteilen müsste. Musst du. Ja gut, dann ist das... Die liebe Shakira. Okay. Mies. Paulina. Paulina, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Wenn irgendeiner das Kommando übernehmen möchte, gerne. Hä, sag doch einfach, dass deine Frage ist. Ich verstehe das Kindergarten nicht. Ich habe gerade keine Frage an dich. Wir haben uns gerade 5 Stunden unterhalten. Keine Ahnung. Aber ey, Paulina, Alter, was ist da los? Du kannst doch nicht die ganze Zeit dann irgendwie, keine Ahnung, den Verein haben. Boah, mies. Aber das sag ich jetzt hier so leicht, ne, im nüchternen Zustand. Die sitzen und saufen sich total ein hinter die Tapete. Und dann raffst du die Sache nicht. Ich bin kurz raus, ich komm gleich wieder. Wohin, wohin, ey! Was habe ich hier gemacht? Halt's. Das macht mich einfach wütend. Nicht mal traurig, das macht mich nur wütend. Komm, wir brauchen einen kurz. Okay, du machst mit mir rum. Wir haben Gespräche. Und trotzdem bin ich nicht deine Favoritin. Also so, was bin ich genau für dich? So, sag mal. Er hat doch nur gesagt, optisch, wenn er sich optisch. Ist doch was anderes. Der hat mich richtig bloßgestellt. Ja, und das ja. Oh mein Gott. Das macht mich gar nicht. Es macht mich mal... Da musst du einfach drüber stehen, Mensch. Also, ey, bitte, ey, seid da 5 Stunden drin. Traurig so, es macht mich einfach wütend, weil so, warum stellst du mich so bloß so vor allen Leuten? Ja, voll. Quatsch, Mann, ey, was für ein Bloßstellen, mein Gott. Das Gefühl in dem Moment für sie war einfach scheiße. Wie vor kannst allem, du? Verstehst du? Weil jeder hat sie auch mitbekommen, dass ihre Rinde gemacht und? Hat. Ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass er gesagt hat, so, er wusste nicht, wie jung du bist. Nein, aber ey, ganz ehrlich,
hätte der jetzt gesagt, mein Favoritin, Paulina, der hat ja eben die ganze Zeit durch die Blume schon versucht klarzumachen, ey, pass auf, guck dir andere Männer an. Das heißt unterbewusst, ich guck mir auch andere Frauen an. Also was heißt unterbewusst, eigentlich glasklar. Ne, aber das hat er gerade versucht zu machen. Er ist einfach nur ehrlich, ja. Klar haben die rumgemacht, ja, aber das hat sich ergeben, natürlich, das ist ja so. Aber was, ne, und jetzt ist das Problem, wenn er gesagt hätte, Paulina, meine Favoritin, hätte der die noch weitere 2 Tage und die hätte den nicht mehr losgelassen. Der hat das gemerkt, der hat das eigentlich gut gemacht. Ja, ich bin gerade Schock, ehrlich. Für einen emotionalen Mann sehr schlimm. Ich erzähle dir mal was, Paco. Bevor du mit ihr rumgemacht hast, kam sie hier zu mir. Ich habe mein Mikro gewechselt. Ja. Sagt sie mir, ich will jetzt keinen Feuer machen, ne? Sagt sie zu mir, boah, ich stehe richtig auf dich, ich stehe richtig auf Italiener. Ich stehe auf Italiener. Ich weiß. Super. Weißt du, deine Augen verraten das. Ey, krass, man hat es gehört. Meinst du? Dann fände ich es echt scheiße, dann so ein Ding daraus zu machen. 2 Minuten später sehe ich sie mit dir rummachen. Auch die nächste. Jenny, auch schon gut geredet, so leichte Dinge. Ja. Gerade Spiel, Flasche drehen, so Küsse einbeliebigen. Direkt neben mir geht sie einfach auf Mike drauf und leckt ihn ab. Ich mag das einfach nicht, wenn ich eine Frau am Kennenlernen bin und die macht einen anderen Typen rum. Aber es. Okay. Du bist Storno. Du bist Storno? Nein. Doch. Wie kommst du drauf? Darum. Ich will jetzt. Was heißt hier Storno? Doch nicht mehr mit dir rummachen heute. Warum? Weil. Vom Abturner. Weswegen? Weil du mit Girls bist. Du bist mit Boys. Du hast die ganze Zeit, wo ich im Pool war, du bist die ganze Zeit mit einem Typen. Was du redest du? Wo? Ja, nee, sag mir wo, dann sag ich dir. Auf dieser scheiß verfickten Bank. Nach 10 Minuten hier. Wusste ich schon, wusstest du direkt? Wir sind auf einem Level tatsächlich. Wusstest du nach 10 Sekunden, aber okay, ja. 10 Minuten. Ja, bei mir, ich bin manchmal. Ey, Digga, Mädels, was geht denn ab mit euch? Wieso müsst ihr immer die Männer als die Arsch darstellen und ihr macht selber voll die Scheiße? Spätstarter? Das gehört sich nicht. Ja, aber ich war nicht im Pool hier. Aber ja, aber Pool ich auch so nicht. Dann ruft diejenige oder diejenigen, wo du sagst, die war bei mir und hat mich irgendwie angefasst. Ich schwöre auf alles, mich hat keiner angefasst, bei Gott. Ja, ich habe ja sehr Vertrauensprobleme. Du weißt nicht mal, wer das war, ne? Ja, nein, weil es war nichts. Es war nichts. Ich habe nur geredet. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich sehe dich nur mit einer. Ey, Junge, ich schwöre nicht auf Mama, Alter. Guck mal, das ist einfach. Das, was ist denn mit der? Unfair. Also, ihr müsst euch vorstellen, ne? Ich bin bei meinem Bruder. Nicht, dass ich immer auf seiner Seite bin oder so. Wenn er Scheiße macht, dann sag ich das, ne? Also gar keine Frage, ne? Also das könnt ihr euch einprägen für den ganzen Rest der Staffel. Ich bin sogar sehr kritisch mit dem immer, ne? Wenn er Scheiße macht oder wenn irgendwas nicht fair ist oder so, ne? Aber das ist Quatsch. Ja, also wäre ich nicht so geschädigt von der letzten Show, dann glaube, wir wären schon verheiratet hier. Ja, das ist nämlich das Problem, ne? Dass die Mädels dann manchmal einfach Probleme mit ihrer Vergangenheit haben und das dann einfach an den Jungs rauslassen. Und die mein Bruder als Arsch hinstellt, so. Voll unfair. Das ist traurig. Ich versuche mich zu beherrschen. Ich darf ja auch nicht so eifersüchtig sein, der erste Tag. Ich hab Stimmungsschwankungen. Okay, komm drauf. Okay, nein. Was ist das denn? Was geht? Alles gut? Ist bei dir alles gut? Also bei mir ist alles gut. Ich war nur ein bisschen überrascht. Überrascht? Mhm. Ich war über deine Reaktion überrascht. Ja, du wusstest ja auch nicht, dass ich 20 bin. Und hättest du das gewusst, dann hättest du es gar nicht gemacht. Also wir haben uns geküsst und danach habe ich dich gefragt, wie alt du bist. Was? Ich habe dir bei der Couch gesagt, wie alt ich bin. Danach haben wir am Pool rumgemacht. Willst du mich gerade flachsen? Ruhig. Hey. Mann, das geht doch nur ums Alter. Du? 30, ne? Du hast ja, 30. Geburtstag, ne? Du? 20, wow. Alter spielt nie so eine Rolle, ne? Mhm. Also das ist nur. Wie alt bist du? 28. Bei der Couch hast du ihm gesagt, ja, Alter macht ja keinen Unterschied, es kommt ja auf die Reife an. Und jeder hat gesagt, dass du mich bloßgestellt hast. Ja, okay, es tut mir leid.
Na, muss sie mich leid tun? Ja, na, es ist ja mein Gefühl, was ich hatte. Ich würde trotzdem auch gerne neben dir schlafen. Und du kannst immer noch andere Frauen kennenlernen, genauso wie ich andere Männer kennenlernen kann. So, ja. Doch zur Vernunft gekommen. Wir gehen zur Folge 2 rüber. Let's go! Was macht denn jetzt da, ey? Boah, es ist heiß als draußen. Ist der Boom Boom Room oder was? Ich hatte gar keinen Plan für den Boom Boom Room. Ich wollte einfach nur wirklich schlafen. Aber ich glaube, Marvin hatte dann einen anderen Plan. Das ist aber nicht der Plan des Boom Boom Rooms. Ja, am ersten Abend, Alter. Ehre gut vertreten. Ich habe ja Marvin gestern erlebt und gestern war so Attacke, Shakira, Aber heute ist so das Gegenteil von Attacke, der geht mir aus dem Weg gefühlt. Warum? Der Boom-Boom wurde leider nicht eingeweiht. Leider. Das ist nicht dein Ernst jetzt gerade. Aber schön. Nein, Bruder. War nicht schön? Nein. Mach mir einen auf Welle, lass Bum-Bum-Bum schlafen und so. Und danach hat die auf einmal nicht schlafen. Ja, okay, dann. Oh mein Gott. Lass doch normaler Raum schlafen gehen, bitte. Ja, ehrlich. Das ist angetäuscht, Alter. Das ist Scam. Können wir erste Nacht einfach nur mal chillen? So. Ja, aber wenn du in den Boom-Boom-Room gehen willst, dann denk da, das ist ja klar. Das ist angetäuscht. So machen, muss ich jetzt dir wirklich gönnen direkt? Ja, dann bitte. Na? Na? Eine Frau? Na? War die Nacht? Gut, ja. Doch, geht, ne? War eine turbulente Nacht. Direkt eine Handshow, Paco. Oh, der Erste. Weißt du schon, wie du nimmst? Für das Spiel? Mhm. Nö. Keine Ahnung. Okay. Hast du? Ja, ich glaube, ich nehme Danilo. Ich bin ein Freund von ehrlicher Kommunikation. Ja, aber ich habe nicht das Empfinden gehabt, dass ich irgendwie mit dir auf dieser Basis eine ehrliche Kommunikation führen muss, weil du mir 5-mal gestern gesagt hast, dass es nur fürs Spiel ist. Du musst mir nicht alles sagen, aber wenn ich dich so frage, ey, was ging gestern, was? Nee, das war heute vorhin deine Antwort. War ja auch nichts. Also wenn Penis anfassen nichts ist, also... Ja, das ist auch, guck mal, ich meine, sie regt sich auch die ganze Zeit auf, wenn Paco da irgendwie dann irgendwie, ne, sagt, ey, ich finde andere toll, so. Jetzt lacht sie und find's witzig, so, dass das ist alles... Doch, es ist schon was. Du hast schon recht. Es ist schon eine gewisse Intimität. Ja, ist es auch. Sag ich dir auch. Ja, aber dann sagst du. Ich verstehe sowieso nicht den Sinn, warum sie jetzt den Danilo wählen will. Weil, wenn die doch den ganzen Namen mit Paco rummacht, den voll auf die Nerven geht schon, warum soll die dann den wählen? Was ist das für ein Sinn? Würde irgendwas ändern? Oder ist jetzt, also würde es gar nicht... Also Fakt ist, du könntest mein Perfect Match sein, weil du einfach vom Kopf her so tickst, wie ich gerne eine Frau hätte, übertrieben gesagt. Und der Rest muss man einfach schauen. Müsst ein bisschen geduldig sein mit mir. Willst du auf ein Date gehen? Hm? Willst du auf ein Date gehen heute? Ich? Heute? Dann gewinne ich. Wenn nicht, dann bleiben wir hier. Also es ist natürlich... Was ist dann als Erstes? Ihr meint doch irgendwie so Kuss-Challenge. Ja, wir haben die Kuss-Challenge haben wir gestern schon übersprungen. Haben wir schon, ja, stimmt. Also sind wir schon. Wieder. Ah. So kommen wir an unser Ziel. Fertig aus, Mickey Maus. Da haben bestimmt schon alle miteinander rumgemacht am ersten Abend, so mit diesen Dingens und so, ne? Ja. Ah, komm, die Challenge kenne ich. Mädels, wenn ihr gleich die Männer massiert, dann sind eure Hände tabu. Momentan würde ich am liebsten mit Mike auf ein Date gehen, weil wir einfach, ja, wir viben, wir verstehen uns gut. Ist er mit Happy End oder ohne? Beste Massagewirkung mit den Brüsten wären, glaube ich, die von Kim. Die hat die größten auf jeden Fall. Das Massagewerkzeug ist da. Aber der Bikini ist, glaube ich, wenn da so eine Body-to-Body-Massage vorkommt, so ein bisschen kratzig. Oh Gott, ich träume heute Nacht davon.
das Geheimnis einer guten Massage. Der Mike, ne? Mike! War super, aber ich gebe da eine solide 7. Ich hoffe, ich gebe die richtigen Punkte an die richtigen Personen, damit ich auf ein Date kann. Ah, Paco. Ja, mit Happy End hat ja nicht so geklappt letzte Nacht, ne? Oh. Ich weiß nicht, was du meinst. Scheiße. Also, es hat nicht zu Ende geführt worden, die Nummer. Oh, das ist mies. Oh, yeah. So kommst du ans Ziel bei dir. Doch, Happy End. Yeah, baby. Like this. Grandios. Hör gar nicht auf. Sophia, sag nicht stopp. Für mich war eine ruhige Challenge, ne? Shakira hat mich jetzt nicht massiert so. Wir haben gestern rumgemacht, dies, das. Ich habe mich ja nicht festgefahren, sondern weißt du, ich lerne ja jeder kennen hier. Ja, mit mir und Marvin ist es halt so eine schwierige Geschichte. Da dachte ich mir so, nee, jetzt mache ich dem noch eine Massage und der ist eh schon so frech und nee, gönne ich dem jetzt nicht. Schon wieder nicht gegönnt, ey. Mann, Mann, Mann. Dir sei es nicht gegönnt, Digga. Die zwei Mädels, die mit ihrer Body Language am meisten überzeugt haben, das sind Jennifer und Paulina. Jennifer, mit wem willst du aufs Date? Sag mal. Ich nehme Danilo. Danilo. Fabio. Hä? Wieso nimmt sie nicht den Paco? Abfahrt, Abflug. Tschüss, bis später. Ja, Jenny und Danilo könnten, ne? Könnte. Die hat ja jetzt auch nicht so... Hat der Mike schon geküsst, so, ne? Aber war halt Spiel deiner Wahl, okay. Könnte. Glaubt ihr, wir gehen auf ein Boot oder so? Weiß nicht. Jetski, labern mich. Also ich frage mich immer, was denn, also in allen Dating-Formaten, wo ich bisher war, war der Traumding Jetski fahren. Das hat man doch schon 100 Mal gemacht im Urlaub. Das ist doch schon durch. Skala von 1 bis 10, wie viel eine Spaß elf. Hattest du? Eine elf. Elf? Ja, du? Ich 12. Und wen würdet ihr wählen? Schreibt gerne in die Kommentare, was denkt ihr? Danilo, Jennifer oder Fabio und Paulina? Ich hätte tatsächlich Danilo, Jennifer gewählt. Komm, Bruder, löst mich ab. Ich halte es nicht mehr mit ihr aus. Jetzt gut. Ja? Ich kann mich nicht beklagen. Ja? Bist du happy? Ja. Du? Ich denke noch zu viel nach aktuell. Okay. Aber ich will es ablegen. Es ist eine Kampfansage. Ich schwöre. Emanuel ist mir gegenüber schon recht offensiv, würde ich sagen. Feel free. Ja? Mach, was du machen willst. Sei authentisch. Machst du? Da ist einfach ein Joghurt. Ich mag schon Menschen, die offensiv sind und sagen, was sie wollen. Das ist eine coole Sau. Die ist geil. Taugt mir schon. Die ist geil, sagt er. Und was ist, wenn ich mich gerade danach fühle, dass ich küssen will? Jetzt nicht. Jetzt nicht? Nein. So spontan bist du nicht? Nein, so spontan bin ich nicht. Digga, er isst einfach einen Joghurt. Wie will denn der das jetzt machen? Die sind alle so verkopft und so voll in sich gekehrt, hab ich das Gefühl. Also ich definitiv nicht. Doch? Nein. Dann hätten wir jetzt rumgemacht. Nein, das ist einfach nicht so. I don't feel it right now. Nee. Ich hab das irgendwie anders wahrgenommen. Dann versuche ich es mal in einem anderen Moment. Genau. Okay, ich komme drauf zurück. So, ich gehe jetzt mal aufs WC. Mhm. Das ist der von Joghurt, der will mit der rummachen. Matchbox läuft folgendermaßen ab. Zwei gehen auf ein Date, anschließend treffen sie sich in einem Match. Zwei. Soll ich noch mal ganz erklären? Ich weiß nicht, was los ist. Das Ding ist, das Problem ist, ich kenne das. Du musst einfach quasi die Regeln erklären, die Spielregeln. Die werden dir dann vorgegeben. Und dann versuchst du, die nachzusagen. Und da kommt genauso was dabei raus. Da habe ich auch, ey, tausendmal musste ich das neu anfangen. Wie der Paco gerade auch. Während ihr euer Date genossen habt, haben die anderen Cluburlauber ja darüber abstimmen dürfen, wer heute in die Matchbox geht. Danilo und Jennifer oder Fabio und Paulina. In die Matchbox geht. Musste sein. Also, das war klar. Wer hätte gedacht? Yeah. Wer hätte gedacht? Wenn wir kein Perfect Match. Du bist nicht aufgeregt. Du bist nicht aufgeregt. Nein, wenn wir kein Perfect Match sein sollten, dann wird sie trotzdem heute Nacht bei mir schlafen.
Jetzt passiert etwas, das gab es bei Are You The One noch nie. So, pass auf, ich biete euch 25.000. Okay, dann 50. Unnormal, 50k. Puh. Das bedeutet, wenn ihr verkauft, dann spielt ihr um eine Viertelmillion Euro. Warum? Nein, wir verkaufen nicht. Das ist safe ein Match. Hört, wir verkaufen nicht. Wir verkaufen nicht. Wer sagt denn gerade verkaufen? Wir verkaufen nicht. Auch wenn da jetzt 10 Millionen im Pott wären und wir keine Erkenntnis haben, dann gewinnen wir es nicht. Ich brauche eine schnelle Entscheidung. Paco. Sag mir, verkaufen oder nicht verkaufen? Ich will eigentlich verkaufen. Ich will so ein bisschen Unruhe in die Gruppe einfach reinbringen. Einfach aus Spaß. Ey, was macht der jetzt? Hast du noch ein Händchen? Verkaufen oder nicht verkaufen? Ach, ich wusste es doch. So, Freunde, das war's mit Let's Talk About Aito, Baby. Würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, aktiviert die Glocke, schreibt natürlich in die Kommentare, was ihr denkt und schaltet natürlich auch nächste Woche wieder ein. Da machen wir auch wieder zwei Folgen natürlich, da kommen immer Doppelfolgen. Und ich würde sagen, das war echt ein guter Einstieg für Aito. Also, das Format läuft. Auf jeden Fall. Ey, ich sehe euch nächste Woche wieder. Ich küsse euer Herz. Bis dann. Ciao.